Hey, ich bin Sascha von NetbookNews.de und wie ihr unschwer erkennen könnt, ist das ein Asus iPad Transformer. Honeycomb 3.1 Tablet, normalerweise 3.2. Ich habe immer noch nicht das Update bekommen, aber das ist auch nicht das Thema dieses Videos. Das Thema ist Sprinkle. Das ist eine Vorabversion eines neuen Spiels, was von Mediocre Software kommt. Das ist ein schwedisches Entwicklerteam und Nvidia hat mir hier so ein Pre-Release-Sample geschickt. Das sollte, glaube ich, zum Ende des Augusts in der Tegra-Zone verfügbar sein. Es ist speziell für Nvidia Tegra 2 optimiert worden. Das heißt, so diese physikalischen Eigenschaften des Wassers, was ihr hier oben rumspritzen seht, wird entsprechend von der Nvidia Tegra 2-Plattform unterstützt. Aber ich kann euch viel Technisches erzählen und wann es verfügbar ist oder wie auch immer. Wenn das Spiel nichts taugt, dann bringt uns das alles nichts. Deswegen gucken wir uns erstmal das Spiel an und ich kann euch sagen, nehmt euch am besten Zeit, wenn ihr das spielen wollt. Nicht in der Form, dass es sehr lange dauert, sondern es macht verdammt nochmal ordentlich süchtig. Was ihr hier sehen könnt, ihr habt hier so einen Wasserwagen mit einer großen Spritzpistole, den könnt ihr nach oben, nach unten ziehen und dann könnt ihr hier nochmal den Winkel verändern. Und hier ist Wassermarsch angesagt. Und was ihr tun müsst, ist ganz einfach. Es brennt, die Dorfbewohner dürfen nicht verbrennen und ihr seid also hier die Feuerwehr und müsst Gas geben bzw. Wasser kommen lassen und das Feuer ersticken. Ihr habt nur eine besondere Wassermenge zur Verfügung, wie ihr hier sehen könnt. Da hatten sie diese Anzeige und ihr seht, diese Wasserphysik kann man, glaube ich, ganz gut erkennen. Wie das hin und her schoppen alles. So, das müsste es eigentlich schon gewesen sein. Feuer dürfte aus. There we go. Das lustige Mannequin, die erinnert mich irgendwie so ein bisschen an so eine Mischung aus Barberpapa und die Snorkels. Wie auch immer. Nehmen wir mal den nächsten Level, damit ihr das sehen könnt. Okay, hier wieder Wasser löschen. Da kommen lustige Metroiden angeflogen. Und jetzt müssen wir mal so ein bisschen hier in die Winkelabteilung, damit wir auch da oben dran kommen. Ich bin da jetzt nicht ganz so effizient unterwegs. Ich glaube, daher kommt auch der Begriff kein Zielwasser getrunken. Ha, 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 ha. Schlechter Joke am Rande. Wie auch immer. Aber ihr seht, es ist ganz simpel am Anfang. Jetzt lasst uns aber mal ein bisschen kompliziertere Levels uns anschauen. Mal hier und gehen mal hier zu die Levelübersicht. Es sind insgesamt 46 Level. Jetzt nehmen wir mal zum Beispiel ein, ja, da habe ich auch erstmal ein bisschen gebraucht. Oder einmal den jetzt zum Einstieg. Ich glaube, das ist ganz okay. Da seht ihr, ihr könnt also auch so Objekte verschieben und das müsst ihr zum Beispiel hier verschieben, da unten reinpacken. Ansonsten könnt ihr das nicht löschen. Mal hier rein. Löschen erst die Ladung. So, und dann hier. Ups, sorry Jungs. Ja, das haben sie überlebt. Ärgern sich ein bisschen. Werden sie auch noch schnell abgekühlt. Und schon ist der Level gepackt. Jetzt nehmen wir mal so einen ganz komplizierten, wo ich zurzeit, glaube ich, dran hänge. Das ist der Level 10 hier. Ja, da komme ich noch nicht so ganz hinter, wie das funktioniert. Hier ein bisschen Wasser rein. Ihr seht da unten, bewegt sich der Spaß schon. Da kommen dann noch mehr von den Dingern angeflogen. Jetzt wird das kleine Schnorchelmännchen erstmal ein bisschen durch die Gegend gewirbelt. Sorry. Bleibt die Frage, wie ich da oben dran komme. Ich habe nicht wirklich so die Ahnung. Also, je höher ihr in die Levels hineinkommt, umso komplizierter wird der ganze Spaß. Insgesamt sind es, wie gesagt, 46 Level. Mir hat das Spiel, nicht hat das Spiel unheimlich viel Spaß gemacht, mir macht das Spiel unheimlich viel Spaß. Hat so ein bisschen was von Angry Birds in Bezug auf, ja, wie süchtig es macht und mit diesen verschiedenen Level. Also so ein bisschen nehmen sie die Idee auf, kommt lustigerweise halt auch aus Skandinavien und ist, wie gesagt, optimiert für Nvidia Tegra 2, also diese Wasserphysik, die soll in der Form nur auf Tegra 2 darstellbar sein im Moment für Tablets und für Smartphones. Auf der Tegra Zone Ende des Monats bekommt ihr das. Sprinkle bekommt von mir 2 Daumen nach oben. Mehr geht, glaube ich, nicht. Macht Spaß. Ich bin Sascha von NetbookNews.de. Vielen Dank fürs Zusehen.